Hier ist eine Sache nebenbei, die jetzt nichts mit der Akida zu tun hat, aber die Art und Weise, wie Musa mit Pharaon gesprochen hat. Musa, der Prophet, der zu den Ulul Azm gehört. Und dann haben wir auf der anderen Seite Pharaon, also wenn man sich einen Tyrannen vorstellen will, dann muss man nur Pharaon erwähnen. Und wenn man den Koran betrachtet, dann wirst du auch sehen, dass der größte Tyrann, der im Koran beschrieben wird, Pharaon selbst ist. Also es gibt keine größere Tyrannerei, als dass man sagt, Ana Rabbukumul A'la. Er sagte das ja zu seinen Leuten, er sagte, ich bin euer allerhöchster Herr. Ich bin der allerhöchste Herr für euch. Und er sagte, Ma urikum illa ma ara. Das heißt sozusagen, ihr habt nur das zu tun oder das zu glauben und zu denken, was ich denke und sehe. Aber die Art und Weise, wie Musa ihn hier angesprochen hat, ist das Interessante an der Sache. An einer anderen Stelle im Koran sehen wir zum Beispiel, dass er zu Frauen geht und sagt, Allah Ta'ala sagt, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Geht zu Pharaon, also Musa und Harun, und sagt zu ihm, sanfte Worte, قَوْلًا لَيِّنًا. Das heißt, die Art und Weise, wie man mit Leuten in der Da'wa spricht, muss ausgezeichnet sein oder diese Eigenschaften haben, lin al-Kalam. Und das ist ganz interessant im Koran, etwas, was damit auch zu tun hat. Ihr wisst, im Koran werden die Menschen immer wieder angesprochen durch verschiedene Formen der Ansprache. Ya ayyuhalladhina amanu ist eine der Ansprachen. Überall über den Koran verteilt siehst du das. Was hier haben wir noch? Ya ayyuhannas, o ihr Menschen. Da haben wir auch Ya ayyuhalladhina kafaru. Wir haben, o ihr Menschen, wo ihr die Iman habt, haben wir auch diese Ansprache, Ya ayyuhalladhina kafaru, oder nicht? Nur ein einziges Mal im Koran werden die, natürlich ist im Koran immer wieder die Rede von den Kuffar, sagt zu den Kuffar und die Kuffar sagen dies und machen das, aber diese Ansprache, dass Allah Ta'ala sie so anspricht, Ya ayyuhalladhina kafaru, ist nur an einer einzigen Stelle im Koran. Und wisst ihr, in welchem Kontext? In dem die Sache bereits abgeschlossen ist und die Kuffar gänzlich verzweifelt sind, es gibt also keinen Rückweg mehr für sie, ihre Sache ist beendet. In der Aussage Allah Ta'alas, Ya ayyuhalladhina kafaru, la ta'taziru al-yawm. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. O ihr, die ungläubig seid, o ihr Kuffar, entschuldigt euch heute nicht. Das heißt, wann ist das? Am Tag der Auferstehung. Ihr werdet heute nur das zu sehen bekommen, was ihr sozusagen geerntet habt. Das heißt, Allah Ta'ala spricht sie mit diesem Namen, mit dieser Ansprache nur dann an, wo die Sache bereits beendet ist. Was für einen Grund hat das? Weil in der Dunya, solange sie auf der Welt sind, besteht Hoffnung für sie. Es besteht Hoffnung für sie, ihre Sache ist noch nicht abgeschlossen. Und deswegen hat er sie in der Dunya immer mit den Worten Ya ayyuhannas angesprochen. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum, o ihr Menschen, dient eurem Herrn. Aber dieser Fall ist in der Akhira. Ein Vers davor spricht Allah Ta'ala die Gläubigen an, aber bezogen auf die Dunya. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nasu wal hijara, 'alayha mala'ikatun ghiladun shidad. O ihr, die Iman habt, qu anfusakum wa ahlikum. Rettet euch selbst oder schützt euch selbst und eure Angehörigen vor dem lodernden Feuer.